Eben hat uns eine Nachricht aus dem Königspalast ereilt. Die Sebel hat wieder mal eine Fandung rausgegeben. Und zwar ist es ein Prophet, Name der Redaktion bekannt. Hat denn der ein Tuch auf dem Kopf? Aber Flip, sehr, aber ja noch einen für dich. Aber er müsste mal zum Gewaffe. Ja. Nein, er sieht schon ein komisch aus. Hey, ja, ich muss nicht immer aufs Äußere schauen. Weißt du, wie cool, wenn wir als Jungschaft den würden finden? Ja, stimmt schon. Da seht ihr das Wanted-Bild. Und zwar hat Elia eine Drachenperiode vorausgesagt. Wer sind denn sie? Ja, ich bin Regenwolke. Und jetzt bin ich arbeitslos, habe ich 5 Jahre Lehre gemacht. Jetzt darf ich nicht mal meine Gefühle zeigen, sonst regnet es. Ja, man sieht, sogar die Regenwolken haben es schwierig in diesem Land. Oh! Was machen Sie da, wenn Sie auch den Elia finden? Ja, richtig. Ich will ihm helfen, um sich von der Isabel zu tarnen, weil das habe ich im Militär gelernt. Dort musste ich nämlich Antennen verstecken. Und zwar kann ich Ihnen zeigen, am besten ist, wenn man einfach den Isabel aus dem Weg geht. Oder sonst, wenn man eins wird mit der Natur. Und da auch nicht geht, kann man sonst die Farbe von der Natur annehmen. Genau. Und sonst habe ich hier noch ein handelsübliches Tarnnetz. Das ist für den letzten Fall. Hey! Wir haben gerade ein aktuelles Handyvideo aus dem Palast bekommen. Ich gebe zurück ins Studio. Der Elia! Der Ehrenlose! Der sind wir da! Hör ins Feuer werfen! Jetzt habe ich ihn einmal! Mit was er denn in Kasch machen will! Was machen denn Sie da? Ich habe jetzt hier die Feuerstelle vorbereitet und tue es nachher anzünden. Hier hat es Wasser. Und das heisst, ich tue Wasser drüber leeren. Dann soll es nachher brennen. Wieso machen Sie das? Damit ich in der Wildnis überleben kann. Ich gehe den Elia suchen. Wir haben bereits sehr coole Interviewpartner gehabt. Oh, und da kommt ja gerade noch mal einer. Suchen Sie auch den Elia? Ich bin der Elia. Offenbar ist der Elia eine hochinteressante Person. Wenn ihr uns helfen wollt, ihn zu finden, dann kommt mit ins Sommerlager für die Jungscharen, Golda und Rine. Bis dann. Tschüss.